Hallo und herzlich willkommen zu den Neuerungen innerhalb von Ableton Live 9. Ich bin Emanuel und ihr kennt mich vielleicht von den Ableton Users Zürich oder von meinem Pseudo-Modulator oder von abletontraining.com, einer Website, die im Moment im Aufbau begriffen ist. Ich möchte gleich starten mit den ersten Neuerungen, das wäre Convert Audio to MIDI. Dazu habe ich einen Song mitgebracht, den ihr hier sehen könnt. Wir hören ihn gleich mal an. Gut, ihr könnt sehen, dass das drei Clips sind. Chord, Bass und Drums, und man sieht hier unten sehr gut, dass das Audio ist. Das ist also kein MIDI, das sind Audio-Clips. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, mit den neuen Konvertierungsbefehlen, die man über die rechte Maustaste erreichen kann, Convert Harmony to MIDI-Track zu machen, zum Beispiel in diesem Fall für den Chord-Loop. Und was Live jetzt macht, ist, es erstellt eine neue Spur, einen neuen Track also, mit dem Clip drin als MIDI und darin auch noch gleich ein Instrument, das das Ganze auch spielen kann. Ich wiederhole das jetzt mit dem Bass, mit Melody, Convert Melody to MIDI und später auch noch mit den Drums. Convert Drums to New MIDI Track. Nachdem Live dies fertiggestellt hat, schalte ich die alten Spuren ab und wir hören uns das Ganze an. Das tönt doch schon super, darum kann ich jetzt die alten Spuren komplett löschen. Wir haben jetzt also aus diesen Audioclips komplett MIDI-Clips erstellt. Ich ändere jetzt hier noch ein, zwei Dinge. Wir hören uns noch einmal an. Das tönt doch schon super. Als zweites, innerhalb dieser Neuerung möchte ich die Instrumente ersetzen. Und dazu gehe ich auf den Browser, den neu designten Browser von Ableton Live 9 und suche darin nach einem Pad, das mir gut gefällt. Das ist dieses da und das ziehe ich per Drag and Drop hier auf diese Spur. Und das wird dann ersetzt. Als zweites suche ich einen Bass, der mir gut gefällt und ziehe den ebenfalls hier drauf und als drittes noch die Drums. Da ist es schon. Und jetzt wird ein Drum Rack geladen mit Max for Life Instrumenten drin. Max for Life hat eine tolle Aufwertung erfahren innerhalb von Live 9 und es gibt jetzt zum Beispiel diese Instrumente drin, die sich hervorragend eignen, um Drums zu emulieren oder zu generieren. Okay, ich höre mir das Ganze nochmal an. Hier noch den Bass nach unten transponiert um eine Oktave, weil ich denke, dass das besser tönt. Und das war es dann eigentlich schon zu diesem Thema Convert Audio to MIDI und wir gehen gleich zum nächsten Thema. Die zweite Neuerung sind Default Presets für MIDI und Audio Tracks. In meinem Song drin
möchte ich jetzt einen neuen Audio-Track einfügen. Das habe ich hiermit gemacht. Und da befinden sich auch schon die normalen Settings, wie ich das erwarten würde. Zum Beispiel Track Activator ist on und Track Volume ist so eingestellt. Ich möchte das aber vielleicht ändern und setze diesmal auf 50% oder so. Track Activator auf off. Ich ändere hier einfach mal ein paar Dinge. Und vielleicht werde ich hier auch noch einen Audio-Effekt, einen EQ3 einfügen, den ich immer auf Audio-Tracks haben möchte. Per Rechtsklick kann ich jetzt sagen Save as Default Audio Track und bestätige das. Ab sofort werden Audio Tracks immer mit diesen Einstellungen geladen, außer gewisse Dinge, zum Beispiel hier der Crossfade Assign wird zum Beispiel nicht übernommen, auch Sends werden nicht übernommen. Wo befinden sich diese neuen Settings? Die befinden sich unter Default, also User Library, Defaults und dann Creating Tracks. Dort drin unter Audio Track wird das abgespeichert. Ebenfalls geht das für MIDI Tracks, also nicht nur für Audio Tracks. Es hat hier drin auch noch andere Settings, also andere Defaults, zum Beispiel für Audio to MIDI, für Dropping Samples und für Slicing. Eine weitere Neuerung sind die MIDI Editing Improvements. Ich ziehe mir dazu einen Sound in die Session View. Weil ich nicht gleichzeitig spielen und Start und Stop drücken kann, werde ich mit einem externen Fußpedal einen Befehl zuweisen auf den ersten Clip, indem ich einfach den Fußtaste drücke, habe ich jetzt gemacht und schon ist das zugewiesen und jetzt kann ich die Aufnahme starten mit dem Fußpedal und dazu mit dem Keyboard spielen. Gut, das habe ich jetzt aufgenommen und was ich jetzt machen möchte, ist, ich möchte euch diese Transformation Tools kurz demonstrieren. Ihr habt also gesehen, man kann doppelte Geschwindigkeit fahren, halb so schnell, Reverse, invertieren, Legato und auch die Looplänge duplizieren mit demselben Inhalt. Also ganz praktische Tools, die man hier auf jeden Clip, MIDI-Clip anwenden kann. Weiterhin gibt es Pseudo-Markers, Pseudo-Warp-Markers für MIDI. Hören wir das an. Also ich habe hier die Möglichkeit, mittels diesen Pseudo-Warp-Markern das Material zu stretchen, zu dehnen frei, wie ich das möchte. Geht in der Mitte, geht aber auch am Anfang und am Ende dieses Loops. Eine weitere Möglichkeit ist, wenn ich die Taste B auf dem Keyboard wähle, kann ich den Draw-Mode toggeln und hier ganz normal zeichnen. Was aber neu ist, wenn ich ganz nah hingehe, kann ich auch in diesem Modus die Noten verändern. Als nächstes schauen wir uns den Redesigned Browser an. Wenn wir hier reinzoomen, dann sehen wir, auf der linken Seite haben wir diesen Browser. Der hat jetzt zwei Panes, also links und rechts. Links ist die Browse and Places und auf der rechten Seite sind dann die Details. Innerhalb von Places haben wir die installierten Packs, in meinem Fall die Core Library und Core Max for Life Devices. Dann haben wir die User Library mit Defaults and Presets. Und das Current Project, in welchem wir zum Beispiel die aufgenommenen Sounds finden oder die gefreezten Sounds von diesem Projekt. Dann haben wir auch
zusätzliche Folder, in diesem Fall zum Beispiel meine Max for Life Patches, welche ich programmiert habe. Und sobald ich einen Ordner hier bei Places hinzufüge, geht Indexierung los und dann werden alle Samples oder was es immer ist, in diesem Fall die Max Patches, werden hier angefügt. In diesem Fall würden dann die jeweiligen Patches hier erscheinen in Max for Life. Ich kann natürlich im Ganzen nicht nur einfach manuell vorgehen, indem ich hier irgendwo auf Sounds klicke oder auf Drums oder auf Instrumente und da runter zeppe. Ich kann natürlich einfach auch suchen. Also zum Beispiel hier suche ich nach Filter und dann dauert es ein bisschen und dann habe ich hier meine Resultate. Es empfiehlt sich auch hier All Results anzuklicken und dann kriege ich hier zum Beispiel den Autofilter. Sieht man da. Oder ich kriege Loops. Oder ich kriege auch Presets. Und auch wenn ich so ein Preset dann wähle und in die Session View ziehe, dann kann ich dieses Instrument direkt spielen. Mit dem externen Keyboard. Das war's schon fast. Ich kann mit den Arrow Keys up und down einfach navigieren, links, rechts auch. Und ich muss sagen, ich finde das Vorhören schon sehr praktisch, vor allem wenn es auch um Drums geht oder um Sounds oder so. Das war vorher nicht möglich. Insgesamt der Browser absolut gelungen. Das coolste aller Features ist natürlich die Session View Automation. Viele haben lange darauf gewartet, inklusive mir, und jetzt ist es endlich da. Ich zeige euch, wie es geht. Um in die Session View aufzunehmen, braucht ihr Folgendes. Ihr müsst Automation Arm einschalten. Das ist zwingend notwendig. Als zweites schaltet ihr Arm Session Recording pro Spur an, also ihr wählt die Aufnahmebereitschaft. Ihr könnt das auch umgehen, indem ihr in den Voreinstellungen des Programms einstellt, dass grundsätzlich in allen Spuren immer die Aufnahmebereitschaft aktiviert werden soll. Dann braucht ihr das hier nicht zu machen. Und als drittes klickt ihr hier auf Session Record Button, um das Ganze aufzunehmen. Jetzt muss ich hier kurz bestehende Automation löschen, die ich vorher gemacht habe. Und zeige euch, was das für ein Rack ist. Das Rack war vorher nur Live 9 Features Saw 1 Bleep. Das war aus der vorhergehenden Recording Session aus Redesigned Browser. Und ich habe hier dazu zusätzlich dieses Rack gebastelt. Was ist da drin? Da ist ein Chain Selector. Wir hören mal, was der macht. Der wählt also verschiedene Akkorde, die hier drin versteckt sind, mit verschiedenen Einstellungen an und zusätzlich habe ich noch die Frequenz hier. Das ist also super, jetzt kann ich das recorden und mache das gleich mit unserer Außenbordkamera. Okay, das wurde aufgenommen und ich sehe jetzt dies auch mit diesen LEDs, die hier links oben über dem Knopf erschienen sind. Die sind beide rot, das heißt, hier wird die Automation dann auch abgespielt. Wenn ich das overriden möchte, dann kann ich hier klicken und manuell diesen Knopf verschieben. Das würde aber auch heißen, dass die LED erlischt und ich jetzt manuell Kontrolle habe.
Wenn ich das wieder rückgängig machen möchte, dann kann ich entweder hier klicken, also Rechtsklick und dann sagen Re-enable Automation, das kann ich für jeden Knopf einzeln machen. Oder ich kann, wenn ich zum Beispiel beide verändert habe, kann ich hier oben via Re-enable Automation alles wieder automatisiert haben. Okay, was ich auch machen kann, ist, ich könnte jeden einzelnen Parameter löschen. Also hier Delete Automation, rechte Maustaste und Tschüss und das zweimal und dann sind die weg. Möchte ich aber nicht, mache das wieder rückgängig. Und als weiteres kann man natürlich auch die Session-Automationen in die Arrangement-View übertragen. Also wenn man dann aufnimmt via Global Record, Arrangement Record Button, dann würde das in der Arrangement View auch aufgenommen. Max4Live wird gratis mitgeliefert mit Ableton Live 9. Es ist eine gute Möglichkeit, dass du selbst deine eigenen Plugins programmieren kannst und so einsetzen kannst in Ableton Live. Ich möchte euch jetzt 3 Beispiele zeigen von Max4Live Plugins. Das erste ist ein XY-Pad und man kann hier sehen, dass die beiden Devices, also dieses Pad und dieses Instrument hier, nichts miteinander zu tun haben. Die sind komplett unabhängig, aber trotzdem kann ich mit dem einen das andere steuern. Ich werde ein Mapping durchführen, indem ich einfach hier klicke, Map, und dann zum Beispiel die Resonanz wählen und sehe schon, okay, das funktioniert, wurde schon gemappt. Und das zweite Mapping wäre dieses hier. Da werde ich zum Beispiel vom Amp, werde ich da die Release Time nehmen. Wenn ich das jetzt abspiele und vielleicht die Lautstärke noch ein bisschen anpasse, dann könnt ihr sehen, wie das funktioniert. Und wenn ihr euch jetzt gefragt habt, was war denn da für ein Hall mit dabei, das ist auch ein Hall direkt von Max4Live. Das ist ein sogenannter Convolution Reverb. Und Convolution heißt in diesem Fall, dass es echte Spaces sind, die abgesampelt wurden und die hier zur Verfügung stehen. Und die kann man sich hier reinladen. Man kann zum Beispiel die Size verändern, die Größe, wenn ich das mal spiele. Stereobreite, Pre-Delay und so weiter. Und es gibt hier einige Räume, aus denen man auswählen kann. Eine gute Sache. Das dritte, das ich euch vorstellen möchte, ist diese Shepherd Box. Die habe ich selbst programmiert. Hören wir mal an, was die macht. Muss hier wahrscheinlich auf Solo gehen. So. Also was dieses relativ einfache Ding macht, es generiert Töne, die immer, wo man immer das Gefühl hat, sie steigen oder sie sinken. Sie sind einfach immer in Bewegung und man hat so eine akustische Illusion von einem ewig steigenden Ton oder ewig fallenden Ton. Ihr könnt es euch herunterladen und zwar, jetzt komme ich zum weiteren Teil, unter dieser Adresse von max4life.com. Dort findet ihr auch dieses wunderbare T-Shirt. Ich habe es noch nicht, aber für die Geeks unter euch, das wäre vielleicht was als Weihnachtsgeschenk oder zum Geburtstag oder so. Dort findet ihr einige Devices, welche ihr in euren Live-Sets einsetzen könnt. Jetzt geht's weiter mit den Envelope Editing und Keyboard Workflow Improvements. Ich habe dazu vorgearbeitet und einen VST-Synth auf diesen Track gezogen
und etwas dazu eingespielt. Ein kleines Wort zu den VST-Synths. Dies ist ein 32-Bit-Plugin. Und dies läuft nur mit der 32-Bit-Version von Ableton Live. Es gibt natürlich eine 64-Bit-Version, die optimiert ist für mehrere Prozessoren gleichzeitig. Das läuft dann auch einiges schneller. Aber eben, da sind natürlich diese Plugins dann halt eben nicht mehr dabei. Da muss man vielleicht bei den Herstellern ein bisschen Druck machen, dass die hier auch nachlegen und ihre Plugins updaten. Ableton hat hier die Hausaufgaben gemacht und hat auch schon bei der 32-Bit-Version einen separaten Thread für das Programm als solches und auch einen separaten Thread für den Ableton-Index, wie ihr das hier sehen könnt. Der Ableton-Index läuft im Moment auf der Seite links bei Places, das ist die Indexierung von Sounds. Gut, genug zu dem. Ich möchte euch jetzt vorspielen, was ich hier eingespielt habe. Und so weiter. Das tönt soweit ganz okay, aber ich möchte hier noch einen Ping-Pong-Delay einfügen. Ich suche den mal hier im Browser und mache einen neuen Return-Track und setze das dann ein. Und schon habe ich die Möglichkeit, dies zu hören mit dem Send C. Okay, nun möchte ich das aber nicht einfach so manuell immer machen, sondern ich möchte das einzeichnen. Das kann ich hier unten tun, ist schon angewählt, Show Envelopes Box. Und dann kann ich hier wählen, welchen Parameter ich hier automatisieren möchte, einzeichnen möchte. Solange nichts eingestellt ist hier, wird dies eine Dotted Line sein, das seht ihr hier unten. Und hier kann ich dann diese Breakpoints dann einzeichnen. Einfach mit Klick, geht ganz einfach. 4 Klicks und schon habe ich das gemacht. Hören wir es an. Okay. Als letztes zeige ich noch hier den MIDI-Stretch-Marker. Wenn ich die natürlich betätige, dann werden auch diese Daten hier gestretched. Das war's zudem. Ich gehe weiter zu den Improved Keyboard Workflows. Also auf der Tastatur hat es jetzt zum Beispiel die Taste D und dann kann ich hier einzeichnen. Entschuldigung, nicht D, sondern B natürlich. Und mache ich das wieder rückgängig. Das ist einer, Taste B. Bei selektierten Tracks, Devices, Notes und Clips kann ich die aktivieren und deaktivieren, indem ich einfach draufklicke und die Taste 0 drücke. Also 0 in diesem Fall. Oder auch hier 0 on off. Das ist eine Neuigkeit. Die Taste Enter in einem MIDI-Clip drin. Da muss ich zuerst die Envelopes-Box wieder ausschalten. Dann reinklicken, alles anwählen. Und jetzt kann ich mit der Taste Enter umschalten. Das sieht man unten links zwischen Time Selection und Note Selection. Nun möchte ich am Mix arbeiten und wähle dazu einige der neuen verbesserten Live-Devices aus. Ich möchte die Drums komprimieren, damit sie besser in den Mix passen. Ich wähle dazu den Glue-Compressor aus, der ist hervorragend dazu geeignet. Und höre mir das ganze Solo an ohne den Glue. Nun mit dem Glue, dazu ziehe ich den Threshold nach unten. Der Kompressor beginnt damit früher zu arbeiten.
Danach ziehe ich den Make-up rauf, um das Volume nach der Kompression zu erhöhen. Tönt doch ziemlich knackig, gefällt mir gut. Ich möchte nur den Synth 1 und 2 frequenzmäßig trennen. Dazu lade ich mir einen EQ 8. Ich setze den Track auf Solo und höre ihn an. Das Auffälligste, was ihr sehen werden könnt, ist das Frequenzdisplay, das ich auch aufklappen kann. Ich möchte nur zwei Frequenzen verstärken und eine abschwächen. Abschwächen möchte ich den Bass hier mit diesem 48 dB pro Oktav steilflankigen Filter. Das tönt gut. Und nun möchte ich vorhören, wenn ich die zwei Frequenzen verstärke. Die möchte ich ein bisschen steilflankig haben hier. Q rauf und höre das an. Das scheint mir geeignet. Und hier. Okay, diese beiden Frequenzen wurden verstärkt. Das reicht mir für diesen Track und ich möchte den EQ 8 einfach kopieren und hier drüben einsetzen bei Synth 2. Habe ich hiermit gemacht. Ich weiß, dass dieser Sound ein bisschen mehr basslastig ist, darum werde ich hier mal mehr Bass reingeben. Sehr gut, und was ich machen werde, ist die Scale zu invertieren. Und dann werden diese zwei Frequenzen ausgeschnitten, die ich vorher verstärkt habe. Nun möchte ich noch oben ein bisschen Höhen dazugeben. Das mache ich hier. Voilà. Dann hebt sich der Sound auch ein bisschen besser ab. Nun höre ich die beiden an. Ich möchte, dass die Bassdrum die beiden Strings und Synth zum Pumpen bringen. Diese beiden da. Dazu erstelle ich einen neuen Return Track. Ich lade einen Kompressor rein. Nun route ich die Strings und Synth auf diesen neuen Kanal. Den Audio setze ich auf Sense Only. Von beiden, weil sonst habe ich das Signal auch auf dem Master. Mache das Ganze solo. Und nun klicke ich den Sidechain-Toggle vom Kompressor. Der Sidechain ist übrigens auch für die anderen Live-Devices EQ8 und Multiband Dynamics unter anderem verfügbar. Das wurde verbessert. Ich wähle nun als Sidechain-Input den Drumtrack, das ist hier. Und limitiere den EQ auf die unteren Frequenzen, in diesem Fall die Bassdrum. Nun setze ich den Kompressor in die Gain Reduction View. Und wenn ich den Threshold herunterziehe, sehe ich gleich das resultierende Audiosignal, das werdet ihr gleich sehen. Und ich setze noch die Ratio hoch, dass man das wirklich gut hören kann. Okay. Nun kitte ich den Song zusammen mit einem Multiband Dynamics. Auf den Master. Und hier weiß ich, dass ich noch ein Preset habe, das mir gut gefällt. Multiband Compression. Hören wir uns das Ganze an.
Das war's. Als nächstes möchte ich den Song in der Arrangement View aufnehmen und zurück in die Session View spielen mit dem neuen Consolidate Time to New Scene Command. Wenn wir jetzt hier mit diesem Arrangement Record Button aufnehmen, dann können wir sehen, dass sämtliche Automationen, die zum Beispiel in diesem Clip vorhanden sind, auch mit überspielt werden und wieder zurück überspielt werden, wenn man diesen neuen Consolidate Time to New Scene Command auswählt. Nehmen wir mal auf. Und so weiter. Ich habe das aufgenommen und jetzt brauche ich diesen Command. Rechtsklick, Consolidate Time to New Scene. Einmal, zweimal, dreimal. Und schon sehe ich in der Session View, dass genau diese Settings hier übernommen wurden mit allen Einstellungen und allen Envelopes hier. Eine super Sache, um den Song fertigzustellen. Und ich finde das wirklich eine gute Addition zu Live 9. Okay, dann schauen wir zurück, was wir besprochen haben. Zuerst mal die Session View Automation, den Redesign Browser und Convert Audio to MIDI. Dann Envelope Editing Improvements and Curves, MIDI Editing Improvements, Improved Keyboard Workflow, dann Consolidate Time to New Scene und die Defaults for MIDI und Audio Tracks. Des Weiteren haben wir die Device Additions und Improvements besprochen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Mir hat's auf jeden Fall Spaß gemacht. Bis bald.